Hier haben wir ein Zubehörteil für den Hoodman, für die Hoodloop. Die kennen wir ja alle. Die sieht so aus und ist eigentlich für den Einsatz gedacht auf normalen herkömmlichen Displays und deckt auch die Größe gut ab. Was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel anstatt der normalen Mark 5D von Canon die Mark II habe, die also ein größeres Display hat? Da gibt es dann hier diesen Hoodriser-Aufsatz, der im Prinzip eigentlich nichts anderes darstellt als eine kleine Vergrößerung, eine kleine Verlängerung, damit ich halt eben um das Display herum, was ja größer ist als das herkömmliche alte, mittels dieser Gummierung auch hier wirklich einen rutschfesten Sitz habe. Leider habe ich zu Demonstrationszwecken keine 5D Mark II hier, deswegen kann ich das nur so trocken erklären. Das Ganze wird also dann hier einfach so über die Original Hoodloop drüber gestülpt. So. Und da ist dann praktisch quasi eine Verlängerung. Und sitzt fest hier in diesen Befestigungen am Rand. Hier ist so eine, sind so Noppen, das kann ich nochmal eben kurz zeigen. Hier innen drin, an jeder Seite. Hier sind zwei auf den Längsseiten, eine kurze auf der anderen. Und dann stülpt man das einfach hier drüber, bis es fest sitzt. So. Und schon hat man eine Verlängerung. Das Sichtfeld wird nicht beeinträchtigt, es ist also praktisch nur erweitert und kann dann auch das größere Display rutschfest angebracht werden.